So, und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, was ich euch auf diesem Kanal vorstellen darf. Und zwar handelt es sich dabei um Let's Play GTA 5 LSPDFA. Für die, die jetzt denken, was soll das denn sein? Von GTA 5 hast du ja schon mal ein Let's Play gemacht. Da muss ich dazu sagen, LSPDFA, so, muss aufpassen, dass ich mich da nicht verspreche, das ist der Polizeimod, den es für GTA 5 gibt. Da steht für, also LSPD steht erstmal für Los Santos Police Department, das ist hier die Polizei, die hier, ja, versucht, zumindest Ordnung zu schaffen. Und FA steht für First Response, so heißt der Mod, der, sag ich mal, diese ganze, ja, was wir jetzt machen werden, überhaupt ins Spiel implementiert. Und das steht für First Response eben und heißt nichts anderes als, ja, erste Reaktion. In dem Sinne, dass man selbst der erste Polizist ist, der dann irgendwo ist, wenn man gerufen wird und dann da alles niedermäht und mit einem Panzer, mit einer Panzerfaust und einem Granatenwerfer da die Leute festnimmt. Ja, gut. Eigentlich ist das so gedacht, dass man da irgendwie mit einer Handschelle rumrennt wahrscheinlich und irgendwie da einen auf Frieden tut und im guten Sinne da Leute mitnimmt, sondern ja, das ist, sag ich mal, die Grundidee, aber naja, wie man ja weiß, gerade in Los Santos ist das ja nicht unbedingt so. Da kann es doch gerne mal etwas gewalttätiger zugehen. Ja, wir stehen hier ganz unidyllisch hier irgendwo mitten in der Pampa an der Taco Bar. Irgendwie sowas in der Art. Und ja, der Mod ist bereits aktiv. Wir müssen nur hier jetzt zu einem dieser Sternchen gehen. Da ist eine Polizeiwache. Und ich fahre jetzt einfach mal dahin. Ich mache mir da mal einen Wegpunkt hin. Und da kann die Post abgehen. Hier steht noch Franklins Wagen. Und das müsste unser Let's Play-Account, Profil von damals sein. Das werde ich aber, wenn wir fertig sind, nie abspeichern. Nicht, dass wir irgendwie Geld verlieren oder so. Das ist ja jedes Mal unabhängig voneinander. Deswegen kann man da irgendein Profil nehmen, wo man das immer macht. Nur das hier wird immer automatisch geladen, wenn das Spiel gestartet werden soll. Und daher bietet sich das immer an, hier so zu nehmen. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal, ne, habe ich ja eben schon bereits erwähnt, hier in Richtung Polizeistation. Und, ne, ich möchte ja nochmal erwähnen, wenn ihr hier Polizist werden wollt, ihr habt einerseits nur eine kurze Karriere, ja, dann wirklich einen langen Ruhestand, ja, auch volle Pension, ja, und eine kostenlose Waffe. Ja, das klingt doch schon mal cool. Now hiring, ja, komm, mich hat's jetzt gepackt. Die haben mich jetzt so was von überzeugt. Ich fange jetzt hier an. Wo kann ich parken? Ich parke rückwärts. Ne, die sollen ja sehen, ich brauche kein Fahrsicherheitstraining oder so ein Scheiß. Ich kann halt auch so. Ne? Na? Na? Ja. Ach. Ja, komm. Ach, scheiße, Mensch. Ach, Gott. Ja, pass auf, wir parken hier so mit der Seite. Liegt da ein toter Penner? Ach nee, da war ein Reifen. Oh, der liegt da ein toter Penner. Oh, so. Also wenn jetzt hier mein Chef kommt, der denkt direkt, ich hab's drauf. Na gut. Fast. Hm. Naja, gut. So, jetzt müssen wir hier reinhuschen. Regnet ja auch gerade, das ist ja ganz blöd. Und, ne, press E to enter the sheriff station and go on duty. Das machen wir natürlich. Ich bin ja richtig gespannt. Das ist wirklich ein sehr actionreicher Mod, der hier wirklich so viel Abwechslung reinbringt. Und das ist, finde ich, der beste Real-Life-Simulator, den es überhaupt gibt. Ja, GTA 5, das ist eine eigene Welt, die einen so packen kann. Und, unglaublich, echt. Agency. Jetzt müssen wir mal gucken, was nehme. Der sieht so ein bisschen. Ah, der sieht so aus wie so ein Einbrecher. Das ist so ein Hubschrauberdödel wahrscheinlich, ne? Air Service Unit, irgendwie vielleicht sowas kann das heißen, ne? Ach ne, der sieht so ein bisschen trottelig aus. Highway Patrol, achso. Pass auf, wir nehmen das jetzt einfach mal, weil irgendwie finde ich die Uniform so schön. Ne, und der braucht natürlich irgendwie noch eine anständige Frisur.
Ach, hier gibt es ja nur zwei. Dann nehmen wir die. Und. Hart. Ne, lass mal das T-Shirt an. Ne, der ist ja ganz cool. So, ich muss mich an dieser Stelle noch entschuldigen. Ich bin noch ein klein wenig erkältet, aber das ist jetzt zum Glück fast weg. So, der hat natürlich hier noch. Was ist das? Eine Handgranate oder? Ach nee, eine Waffe. Insignia hat er ja sowieso, ne? Das kann man hier nicht so schön sehen. Und, ah nee, komm, eine Sonnenbrille. Hast du vielleicht einen Hut oder sowas? Nee. Ach, dann lassen wir das, machen wir das so. So. Genau. Dann sind wir doch fast schon fertig. Jetzt brauchen wir nur noch eine Karre, die uns hier durch den Tag jagt. Da haben wir ganz schöne Auswahl. Mein Favorit ist immer hier, warte mal. Der hier. Der ist unheimlich. Oh, guck mal, ich kann hier sogar noch diese Lenkraketen montieren. Und hier unten, wie man sieht, so ein Licht hinzufügen, scheinbar. Ja, aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben für den Anfang. Wir nehmen jetzt mal einfach diesen, ja, Police Buffalo. Ja, ja, Police Buffalo, ja, ja. Und Extras soll er auch haben. Hinten ist da irgendwas, nur das kann ich von hier nicht sehen. Aber komm, extra Hauptsache mal nehmen. Das wird schon gut sein. Ja. Und jetzt stehen wir hier so. Wie ein bisschen dämlich. You are now on duty as a police officer. Okay. Also die Uniform sieht schick aus, muss ich echt sagen. Aber ich weiß nicht, ob die so passt. Aber, ne. Ist vielleicht farbig nicht ganz so schön. So. Ne, so laufen wir durch die Gegend. Guten Morgen. Hoffe, es geht Ihnen gut. So, und jetzt fahren wir durch die Gegend und können auch Leute anhalten, wenn wir wollen. Ne, wenn ich der Meinung bin, der verhält sich nicht so brav, dann kann ich eingreifen und sagen, nee, du kriegst jetzt eine Strafe. Ne? Also, wir beobachten jetzt mal, was hier so abgeht. Vielleicht passiert da mal was Lustiges. Ich kann da mal hier versuchen, auf das Ding drauf zu... Oh, Mist, jetzt habe ich hier die Scheibe eingeschlagen. Mist, ah. Da gibt es übrigens F4 und da gibt es diese Konsole. Die gibt es. Da muss man im Prinzip jetzt nur eingeben, was man möchte. Und zwar jetzt in diesem Fall Repair. So repariert er einem die Karre. Das ist immer ganz nett. Ich kann mir auch ein neues Fahrzeug spawnen. Diesen Mod gab es ja auch für GTA 4. Da hieß er nur LCPDFA. Für Liberty City Police Department First Response. Und da konnte ich mit dem Numpad mir immer neue Fahrzeuge spawnen, einen Partner oder das Auto reparieren. Das kann ich jetzt hier soweit, ich weiß nicht. Aber ich habe immer eine Konsole von diesem Script-Hook oder wie der Teil da ist. Und kann da auch schon einiges drüber machen. Ne, reparieren, spawnen, sonst was tun. Ja. So. Jetzt warten wir einfach mal blöd. Ne, wir müssen immer B drücken und... Nee. Das war schlecht, B. B war eine ganz schlechte Nummer. N. Ne? Achso, Emergency Signals. Ne, warte mal, Radio. Ja, ich bin bereit für Calls. Genau. Warten wir ab, irgendwann kommt mal der Erste. Nur in der Zeit haben wir genug Zeit hier, für ein bisschen Ordnung zu sorgen. Der Taxifahrer hatte das natürlich gerade ein bisschen sehr eilig. Ja, wer verhält sich denn immer ein bisschen schlecht? Du? Hm, ja, ne? Na komm, warte mal. Dich halten wir mal an, Schatz. Na, hier. Blink, blink. Komm mal her. Halt's mal an. Hier haben wir nochmal Zeit, Mensch. Ah. So, wunderschönen guten Morgen. So, und jetzt können wir erstmal sagen, hello. Das ist ja immer gut. Hello. Und ich möchte mal bitte den Führerschein und die Papiere und allen Pipapo sehen. Mal gucken, ob die Olle da dabei hat. Cassandra Fox. Hm. Einen Moment. Ja, wobei, wir können das auch hier machen. Subject Records. Genau, das jetzt über Funk läuft, das, da kann ich jetzt den Namen eingeben von der Ollen. Das kann ich auch im Auto im Polizeicomputer machen. Und jetzt läuft das und die sagen mir jetzt bitte, ob die verdächtig ist. Und zwar License is valid, also der Führerschein ist gültig und die hat keine aktuellen Verwarnungen. Ja, dann würde ich sagen, kriegt die dafür erstmal $500 Strafe. Nein. Alles gut. Bin stolz auf dich. Ne, alles gut. Darfst wieder fahren.
Ne, alle haben sich lieb. Und wir sind jetzt quitt. Ne? Vielen Dank für... Ne, you can cancel. Achso, nochmal drücken. So, genau, jetzt haben wir das gecancelt. Ne, die Olle, die ist ja clean. So, wer hält sich denn hier nicht so gut? Ist da irgendjemand, der verdächtig ist? Was meint ihr? Die da vorne, die sehen ja irgendwie so ein bisschen, ne? Ach, ist das die Grove Street hier, ne? Ich erkenne es wieder, warte mal. Die gab's doch schon in San Andreas. Wollen wir die mal röntgen? Hallöchen. So. Ich möchte mal bitte gerne ihre ID sehen. Jim Smith, weil irgendwie die sehen mir irgendwie alle nicht so geheuer aus, ne? Ich weiß nicht, ob das nur so mein Gefühl ist. Jim Smith, nicht Jim Smith. Ich habe mir gerade Jim Smith fast gemerkt. Nur mit dem Unterschied, dass Jim die Marmelade ist, aber gut. Officers report on 148 in Rancho. Shots fired. All units respond. Jim, da kommt auch gerade der erste Einsatz, wie wir sehen. Aber ich bin gerade beschäftigt hier mit. Oh, Subject Wanted by LSSD. Ja, das ist cool. Tut mir leid, aber ich muss dich mitnehmen. Und die Freunde, die stehen daneben und glotzen, ne? Das sind ja nur Freunde hier. Also, wenn das jetzt richtige Freunde wären, würden die den Bullen hier abknallen. Wir stehen einfach neben. Ja, das ist auch eine Idee, ne? Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber steigst du mal ein jetzt? Hallo? Mein Gott. Warte mal. Wo wir gerade stehen, können wir doch mal direkt den nächsten verarzten, oder? Hier. Du. Gib mir auch mal deine ID. Also ich glaube nicht, dass du ganz... IX Hall. Muss ich mir natürlich erstmal merken, den Namen. IX Hall. Wahrscheinlich hat er auch einen am Stecken da irgendwie, ne? License suspended. Na, das ist ja eine Sache. Ja gut, dem wurde jetzt zwar die Fahrlizenz entzogen, aber das ist ja schön. Aber das, ja... Ja, alles gut. So. Nehmt euren gefiederten Freund hier mal mit. Ne? Den könnt ihr dann bald wiedersehen. Ne? Ne? Ja, wir sehen uns, ne? Ja. Könnt ihr nochmal eine Runde rumfahren und gucken. Die sehen ja irgendwie nicht alle so freundlich aus, ne? Als ob hier irgendwie Drogen mit im Spiel sind, ne? Wahrscheinlich werdet ihr jetzt alle sagen, ach Tim, Mensch. Du kommst aber hier früh auf die richtigen Gedanken. Wahrscheinlich ist das sogar voll selbstverständlich, dass hier irgendwie was mit Drogen läuft. Wie das, ja, was weiß ich, irgendwie was, ne? Passiert. Ja, jetzt müssen wir in ein Krankenhaus, in eine Station fahren, die eine Unterbringung auch für die ganzen Verdächtigen hat, die wir jetzt hier eingesammelt haben. In diesem Fall ist die entsprechende Unterbringung für Kriminelle ein Gefängnis. Und ja, das Gefängnis, was immer so Biden dargestellt hat, das sollen so Gitter sein von einem Gefängnis, die haben Zellen und da können wir die hinstellen, beziehungsweise abliefern. Wir liefern sie aus. Ne, hier zum Beispiel fahren wir einfach rein. To drop off subject at the downtown police station, you can simply walk inside with them. Ja, das ist auch eine Idee. You can use E. Ja, mach's jetzt mal. Kommst mal raus. Hallo. Mann, hör doch mal auf. Hier kommen die ganzen Einsätze rein und du sitzt da wie so eine Tonne da drin. Mensch, draußen geht die Welt unter. Ich muss doch die Welt retten und du... So, wir müssen jetzt hier nur noch in eine Zelle nehmen. Willst du haben die oder die? Oder die? Doch, nehmen wir die. Na, zack. Ups. So. Und der ist jetzt, theoretisch müsste der jetzt da reingehen. Wenn er denn wollte. Dann müssen wir mal gucken, warum der jetzt nicht kommt.
Aber glaubt mir mal, Leute, ich hol mir den jetzt. Der wird hier vor nichts bewahrt, ne? Wir, ne? Oh, ne, halt, falsche Sache. Wir holen uns den jetzt, ne? Also, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und dann geht's weiter.